meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im Saal des Alten Münchner Rathauses. Ich begrüße neben Ihnen allen auch ganz herzlich zwei, habe ich zumindest gesehen, Vertreter des ehrenamtlichen Münchner Stadtrates. Ehrlich gesagt zwei, von denen ich es auch erwartet habe, dass sie hier sind. Thomas Ramft und Dr. Florian Roth, den ich gerade aus den Augen verloren habe, aber er sitzt auf jeden Fall mit seiner Familie hier. Das Thema IT, das Thema Open Government ist ein Thema, das in den Städten, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich habe gehört, dass es zu den letztjährigen Veranstaltungen durchaus viel positives Feedback gab, was das Thema Austausch untereinander, was das Thema Diskussionen, was das Thema auch Best-Practice-Lösungen anzubieten und zu verifizieren betrifft. Und deswegen bin ich gerne heute hier wenigstens kurz vorbeigekommen, um Sie zu begrüßen und werde auch weiterhin diese Schirmherrschaft übernehmen. Weil IT, das mögen jetzt nicht alle gern hören in dieser Stadt, für mich persönlich durchaus wichtig ist. Und ich mir leidlich anmaße, eine Kleinigkeit davon zu verstehen. Das freut auch nicht immer alle, aber in dem Fall ist es halt so und deswegen werde ich mir weiterhin diese Schirmherrschaft auch gerne selbst genehmigen. Ich glaube, wir brauchen drei Dinge, die mit der IT zu tun haben. Wir brauchen eine effiziente, moderne Verwaltung. Wir brauchen Transparenz, transparente Informationen und wir brauchen Kooperation und Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. Und alle drei Bereiche haben extrem viel mit dem Thema IT-Unterstützung, mit dem Thema Open Government zu tun. Lassen Sie mich kurz einfach ein paar Beispiele nennen zu diesen Bereichen. Effizienz, naja, das ist ja relativ trivial, dass wir als eine Stadt wie München, die sehr, sehr dynamisch wächst, auch bei den Verwaltungsabläufen schneller werden müssen, weil wir eine Korrelation zwischen mehr Bürgerinnen und Bürgern versus entsprechend mehr Personal weder wollen noch hinbekommen würden. Wir werden also unsere Abläufe verbessern müssen. Wir werden nicht A10.000 neue Münchnerinnen und Münchner 100 Mitarbeiter einstellen können. Das heißt, was es braucht, ist verbesserte, effizientere, aber auch natürlich bequemere, funktionierendere Verwaltungsabläufe. Und mein Traum war da seit vielen, vielen Jahren, und den träume ich auch noch ein bisschen weiter, dass es das Wort E-Government mal wirklich ernsthaft gibt und dass E-Government auch wirklich bedeutet, dass Prozesse, die die Bürgerinnen und Bürger häufig nachfragen, dass die auch irgendwann mal tatsächlich barrierefrei elektronisch abgewickelt werden dürfen. Ich träume den Traum schon ziemlich lang. Ich war mal Chef einer großen Behörde dieser Stadt, des Kassen- und Steueramtes. Da haben wir vor 20 oder noch länger Jahren schon mal versucht, das Thema digitale Unterschrift nach vorn zu bringen. Weil unsere Münchner Anwälte und Steuerberater gesagt haben, wir würden so gern digital mit euch kommunizieren, aber das mit der Unterschrift funktioniert nicht. Jetzt bin ich nicht mehr ganz brandaktuell, ich habe derzeit ein paar andere Themen in den letzten Wochen, Monate und Jahre, aber ich fürchte mal, dass das Thema digitale Unterschrift immer noch nicht so ganz fertig ist. Und es ist nur ein ganz kleines Beispiel, warum E-Government mein Traum bleiben wird, weil ich glaube, dass die Gesellschaft sich schon auch verändert in dieser Stadt, dass unsere Münchnerinnen und Münchner sich verändern und irgendwann der Wunsch bestehen wird, nicht nur Baumfällen voll elektronisch digital abwickeln zu können. Das ist nicht das, was der Bürger jeden zweiten Tag versucht umzusetzen. Nein, dass die Prozesse, die tatsächlich jeder in seinem normalen Leben einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder drei Jahre hat, dass die Prozesse tatsächlich durch ein vernünftiges E-Government erleichtert, beschleunigt, effizient abgewickelt werden können. Das gilt für die Bürgerinnen und Bürger, gilt aber natürlich auch für die Verwaltungsseite. Deswegen träume ich auch weiterhin gerne den Traum eines vernünftigen E-Governments. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist beim Lesen,
dass wir uns jetzt freuen, dass es ein bayerisches E-Government-Gesetz gibt. Also ich bin jetzt immer, seit Jahren eigentlich immer der Meinung gewesen, dass wir genug Gesetze in diesem Staat, in diesem Land hätten und dass man sich mal gemeinsam aus einer Community raus auf ein Gesetz freut, ist zumindest für mich überraschend gewesen. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass dieses Gesetz dann auch Ihre Wünsche so erfüllt, damit wir uns gemeinsam zu Recht auf ein E-Government-Gesetz gefreut haben. Ich hoffe, es baut tatsächlich Hürden ab. Meine landläufige Erfahrung der letzten Jahre ist da eher geteilt, was neue Rechtsvorschriften tun. Aber in diesem Fall, sage ich nochmal ganz frei, bekenne ich mich auch dazu, hoffe ich, dass dieses Gesetz dazu dient, dass wir das Thema E-Government in Zukunft etwas intensivieren, etwas deutlicher auch zur Effizienzgewinnen einsetzen werden können. Das Zweite ist Transparenz. Ein wunderbares Schlagwort. Ich glaube, dass wir als Politik künftige Entscheidungen ohne die Bürger nicht mehr werden treffen können. Jedenfalls dann nicht, wenn sie einigermaßen spürbar, einigermaßen wahrnehmbar sind. Das heißt, wir brauchen unbedingt Transparenz bei unseren Informationen. Wir müssen via Internet, glaube ich, einfach viel mehr Informationen, und mit mehr meine ich jetzt nicht unbedingt die Summe, sondern mit mehr meine ich strukturierter, auffindbarer, damit nutzbarer Informationen zur Verfügung stellen, um einfach eine wirkliche Transparenz unserer Zahlen, Daten, Fakten zu ermöglichen. Eine Plattform ist gegründet worden, Go Live, zum Open Data Portal. Auch da sage ich ganz offen, ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch, habe ich auch die ersten Munich Open Government Days miterlebt, vor vielen Jahren mit hoher Empathie und hoher Begeisterung. Und auch da hoffe ich, dass die Dynamik noch zunehmen wird, dass das Thema Open Data auch über die 70 Datensätze, die wir gerade derzeit zur Verfügung stellen, noch deutlich weiter ausgebaut werden kann. Ich weiß, es gibt unglaublich viele juristische Fallstricke und Einwände gegen eine größere Verbreitung unserer Daten. Also meine Gelassenheit ist hier riesig groß, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte bis auf die nackten Steuerdaten oder wirklich einwohnerbezogene, personenbezogene Daten eine breite Vielfalt schon im Kopf aus meinen langen Jahren bei dieser Verwaltung, wo ich mir vorstellen könnte, auch diese Daten könnten wir tatsächlich zur Verfügung stellen. Aber das Heer der Bedenkenträger, muss man ganz offen sagen, ist ja auch relativ groß. Und wir müssen einfach versuchen, hier langsam in Fahrt zu kommen. 70 ist schon besser wie nichts, 70 Datensätze, aber auch da, sage ich, was das Thema Open Data betrifft, kann man, glaube ich, noch deutlich mehr anbieten als Stadt München, als es uns bis jetzt gelungen ist. Ein gutes Projekt war dieses Projekt Münchner Transparenz, weil es mal gezeigt hat, dass wir zusammen mit Menschen mit Hirn in der Bevölkerung gemeinsam als Verwaltung auch was Vernünftiges anbieten kann. Dieses Münchner Transparenz ist im Grunde ein Zugang zu einem System, das es schon gab, dem sogenannten RIS, also dem Ratsinformationssystem. Ein selbst für Insider nicht ganz trivial handelbares Verfahren, in dem sie dann Ratsbeschlüsse, Anträge und solche Dinge finden. Aber bei dem Wort finden fingen die Probleme halt an. Und ich glaube, dass dieses Projekt gezeigt hat, dass wenn sich, und jetzt abstrahiere ich mal, User und solche, die es berufsmäßig anbieten dürfen, wenn sich die zusammentun und versuchen mal aus der User-Sicht auch was zu verbessern, dass es durchaus hier Potenzial gibt. Und ich bin sicher, das wird nicht nur in dem Bereich so sein, wo es darum geht, ein RIS, also ein Ratsinformationssystem, anwenderfreundlicher zu gestalten, sondern es gibt bestimmt auch noch andere Bereiche, wo wir einfach als Stadtverwaltung, als Stadt uns öffnen müssen und einfach akzeptieren müssen, dass es in der Zivilbevölkerung, in der Zivilgesellschaft viele Menschen gibt, die sich durchaus ohne wirklich sich ausdrücklich auf persönlichen wirtschaftlichen Erfolg zurückzuziehen, gerne einsetzen und einbringen würden, um Dinge zu verbessern, die die öffentliche Hand anbietet. Also insoweit nochmal, es ist ein aus meiner Sicht wirklich hoffnungsvoller, ja, eine hoffnungsvolle Entwicklung, dass so ein Projekt zustande kam und es auch vernünftig umgesetzt wurde. Ein letzter Punkt, das Thema Teilhabe, Kooperation.
Ich habe es vorher schon mal einen Halbsatz anklingen lassen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es uns überhaupt nicht mehr gelingen wird, als Politik größere Projekte ohne ausreichende Bürgerbeteiligung umsetzen werden zu können. Das muss man jetzt nicht immer mit Beifall beklatschen. Das tue ich ausdrücklich nicht durchgängig, aber es ist für mich eine ganz klare Feststellung, eine ganz klare Wahrnehmung. Wir werden Großprojekte überhaupt nur nämlich mit einer breiten Bürgerbeteiligung umsetzen können. Und damit das, auch das, nicht in Turnhallen stattfinden muss, bei 20 Veranstaltungen hintereinander, wo die gleichen 100 Menschen hinkommen, muss man deutlich zu sagen, immer die gleichen 100 Meinungen geäußert werden, damit es ein bisschen mehr Breite und damit auch mehr Akzeptanz findet, glaube ich, braucht es einfach technische Unterstützung. Es braucht eine Unterstützung eines Mediums, das wir alle mittlerweile daheim oder unterwegs dabei haben. Ich glaube, es braucht hier einfach einer besseren IT-Unterstützung, um diese Prozesse der Bürgerbeteiligung auch etwas mehr in die Breite wirken zu lassen, als es jetzt mit der tatsächlichen Vor-Ort-Lösung stattfindet. Auch da, glaube ich, ist ein hohes Betätigungsfeld für die IT-Schaffenden aller Orten noch gegeben, sodass ich, und dann komme ich auch schon zum Schluss, gerne sagen kann, dass ich glaube, dass der Bereich Open Government, E-Government, Open Data ein Bereich ist, wo es nur helfen kann, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man sich gegenseitig mit Tipps zur Hand geht. Es gibt ja dann auch noch die Metaebene drüber. So schlimm ist es nicht. Es gibt noch die Metaebene drüber wie Smart City, also Dinge, die noch ein ganzes Stück weiter in der Ebene drüber liegen, wie sich eine Stadt entwickeln kann. Da denke ich mal, braucht es langen Atem, um das Thema Smart Cities nach vorn zu bringen. Wir bewerben uns ja gerade aktuell, glaube ich, mit Wien und Lyon um ein Projekt. Das begrüße ich ausdrücklich. Ich finde, das ist eine Vision, die natürlich einen Zeithorizont hat, der über Wahlrhythmen oder sowas deutlich hinausgeht. Aber es wird eine Vision sein, die wir in Zukunft brauchen. Ich wünsche Ihnen allen, uns allen damit, dass die Themen und den Bereich, den ich gerade versucht habe, kurz zu skizzieren, auch in Zukunft mit der entsprechenden Empathie, aber auch mit der entsprechenden Dynamik nach vorn getrieben werden. Ich werde mich in München immer um dieses Thema kümmern, solange ich jedenfalls da irgendwelche Verantwortung trage, und werde mich auch weiterhin an die Spitze der Bewegung stellen, wenn es darum geht, den ein oder anderen Wall, den es da gibt, etwas abzuflachen, um einfach gemeinsam hier bessere Lösungen zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, schöne Tagung und alles Gute. Dankeschön.